Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Genau. Und heute haben wir eine Frage von. Oh, das ist ja was Längeres. Ja, aber den Anhang müssen wir wahrscheinlich gar nicht lesen. Ich suche gerade nur nach dem Namen, den kann ich nirgends finden gerade. Doch hier, von Mirko. Mirko möchte wissen, hallo Modern Koi Team, Konishi Team. Ich hätte da drei Fragen, die vielleicht für Ihren Modern Koi Blog interessant sein könnten. Ablage von Fischen im Winter. In der Literatur in Ihrem Blog wird gesagt, dass die Koi sich im Winter am Grund des Teichs ablegen. Meine liegen mit wenigen Ausnahmen allerdings in der abgedunkelten Flachwasserzone. Ich habe für mich drei Erklärungen gefunden. Erstens, die Koi fühlen sich von den zwei sehr aktiven Stören gestört. Die Wassertemperatur ist durch Wasserbewegung im Teich überall gleich und daher haben sie keinen Vorteil vom tiefen Wasser. Drittens, sie bevorzugen zum Ruhen den abgedunkelten Bereich am Rand. Könnte es Ihrer Meinung einer der Gründe sein oder gibt es etwas, was plausibler ist? Punkt 3, das Ruhige, das Dunkle, das genau, mögen das die. Dunkle mögen sie auf jeden Fall, aber die anderen Punkte sind natürlich nicht falsch. Ne? Sondern das können ist auch sein. Genau, was das mitarbeitet und mit Einfluss nimmt, aber nach, selbst bei überall gleich tiefen Teichen, wenn irgendwo eine Brücke ist oder eine Pflanze drüber hängt, dann sind sie immer im Dunkeln. Es kommt demnächst ein Blog bei Bastian und Jansen, die haben auch so ein Deck über den Teich gebaut. Wir sind gekommen und haben gedacht, super, jetzt kommen wir zum Bloggen, sind keine Fische da. Und plötzlich haben sie sich da rausbewegt, sind dann relativ schüchtern, aber auch wenn sie die ganze Zeit da drunter sind. Aber alles ist gut. Das mit den Stören, klar, Stören, aber die Störischen würden ja dann vielleicht auch dorthin schwimmen irgendwann mal. Ja. Das Einzige, was ich sagen kann, wo ich immer beobachtet habe, wenn man über einen Biofilter heizt und es kommt nur Wasser raus, es nur 0,5 ja. Grad wärmer ist, da sind sie alle davor. Da hängen sie auch. Frage 2, Wärmepumpe am Biofilter. Bei Bürstenfiltern raten Sie davon ab, diese mit Frischwasser zu reinigen oder wieder mit Frischwasser zu befüllen, da durch die Temperaturdifferenz die Bakterien absterben. Wie sieht es dann mit Wärmepumpen am Biofilter aus, bei dem am Ende des Filters kaltes Wasser entnommen und am Anfang warmes Wasser eingespeist wird, besteht hier nicht auch die Gefahr des Absterbens der Filterbakterien? Nein, weil da findet eine viel zu hohe Durchmischung statt und das Delta ist ja gering. Das ist, also wenn du jetzt eine Wärmepumpe hättest, wo du unten 3 Grad kaltes Wasser entnimmst und oben 20 Grad warmes reinhaust, dann sage ich aufpassen, dann wird es blöd. Aber das sind ja auch immer nur so ganz geringe Geschichten. Also da passiert nichts. Also ich sage mal, alles was 2, 3, 4 Grad macht wirklich nichts aus. Aber ich habe hier auch schon mal, ich habe schon mal erzählt, ein Shipment vorbereiten. Und Makoto hat mir gesagt, die Fische kommen in Japan. Nee, das war das Shipment davor, sind die relativ kalt angekommen im Winter. So, entweder zu oder kurz vor Corona-Zeiten. Und dann habe ich ein Becken hier von 23 auf 12 Grad in 2 Tagen abgekühlt. Der Filter war mausetot. Ja, also die Bakterien sind wirklich, ich habe das wirklich für meine Verhältnisse langsam gemacht, aber bei so wenig passiert nichts. Verhalten von Koi. Einige meiner Konishi-Koi haben die Angewohnheit, an die Oberfläche zu schwimmen, um etwas Luft zu schnappen, um diese dann am Grund wieder aufsteigen zu lassen. Dieses Verhalten habe ich jetzt schon über mehrere Wochen beobachtet. Ein Sauerstoffmangel würde ich ausschließen, da die Sauerstoff nie unter 99% lag. Gemessen mit Kreisinger Messgeräte und WTW. Oh. Da macht es einer ganz genau. Ist dieses Verhalten in irgendeiner Weise ein Anzeichen für ein Problem im Teich oder einfach nur eine Kuriosität meiner Koi? Meine Lieblingstierärztin Sandra sagt, die Hände sich das auch gewöhnt. Das ist wie wenn Delfine spielen und dumm Zeug machen. Keine Ahnung. Es ist kein Grund zur Beunruhigung. Du hast noch nie was gefunden bei Koi, die das machen, gell? Doch, natürlich. Es gibt Koi, die haben tatsächlich Kiemenprobleme. Es gibt Koi, die das Verhalten zeigen, wenn irgendwas mit den Gasen im Teich nicht so richtig funktioniert. Aber es gibt ganz, ganz viele, die überwiegende Zahl von den Koi haben eigentlich gar nichts, sondern einfach zumindest nichts, was wir diagnostizieren können. Aber vielleicht ist da eben mal im Bereich von der Schwimmblase oder so eine minimale Funktionsbeeinträchtigung, so wie wenn wir mal ein lahmes Knie haben. Aber also ich hatte nie ein lahmes Knie. Bitte, also wenn du da Probleme hast, zieh mich nicht in deine Krankenakte mit rein. Nein. Da steht Sandra drüber. Aber es ist ja so, dass dieser Fisch nicht immer funktioniert wie mein Audi, sondern dass da auch mal zwischendrin... Du sagst immer, dein Audi funktioniert nicht. Doch, mein Audi funktioniert wunderbar. Jetzt kriege ich noch mit Audi Ärger. Nein,
Ihr müsst uns nur sponsern, sagen wir nie wieder was Schlechtes. Also wie mein Auto, nein, wollte ich es natürlich sagen. Du fährst schon immer Audi, gell? Nee. Aber das ist nicht, nein, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, so ein Fisch, der Luft schnappt, macht es instinktiv, um Luft in die Schwimmblasen, in den Schwimmblasengang zu drücken. Das ist sein angeborenes Verhalten, um die erste Füllung von der Schwimmblase zu machen. Und das ist ein instinktives Verhalten. Und wenn irgendwo praktisch im Bereich von der Schwimmblase, was eben nicht 100%, sondern nur 98% nicht funktioniert, dann machen Sie das. Dann machen Sie das eben, aber das ist kein Grund zur Unruhe. Das sieht man übrigens, das wussten die in Japan auch nicht. Ja? Wenn man Fische in Betäubung legt, dann sieht man ja häufig, dass plötzlich Luft aus den Kiemen aufsteigt. Man denkt immer aus dem Kiemen, also aus dem Kiemendeckel, man denkt immer, ja, das ist jetzt irgendwie noch Luft, die da hinten drin, aber wo soll die herkommen? Ja, so vom Rumseln. Und dann hat Sandra uns das erklärt, dass dieser Gang zwischen Schlund und Schwimmblase, der auch nur in eine Richtung irgendwie richtig funktioniert und auch nur für die Erstbefüllung gedacht ist, ja, dass wenn man die Fische in Narkose legt, dass dann dieser Muskel, der das ja zuhält, dass der dann entspannt und dann ist das Luft aus der Schwimmblase, die da entweicht. Genau. Das fand ich interessant. Habe ich nicht vergessen. Das ist auch interessant. Das ist ein ganz interessantes Organ. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt wegen ein bisschen so Luftschluckern nicht unnötig Sorgen machen. Wenn der Rest funktioniert im Teich, dann ignoriert man das am besten. Also du, lieber Mirko, nimmst das alles sehr genau, auch wenn ich sehe mit Messen, wenn ich sehe, was für Gedanken du dir machst. Das ist super toll, aber vergiss bitte nicht, den Spaß am Hobby, es zu genießen, die Fische einfach mal Fisch sein zu lassen, hinzusitzen, füttern. Wenn Ammonium, Nitrit, pH und Sauerstoff in Ordnung ist, das ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Genieß einfach das Hobby. Ich will mich da jetzt nicht lustig machen, nicht falsch verstehen, aber wir haben einige solcher Kunden, die das so genau nehmen. Und da hätte ich mir manchmal gewünscht, die hätten mit dem Koi-Hobby vielleicht doch nicht angefangen, weil sie von der Komplexität und von den Möglichkeiten der ständigen Veränderung und der ständigen Neuinterpretation und Neuinterpretation erschlagen sind. Also man kann über alles nachdenken, man darf sie aber nicht zu sehr verrückt machen. Genau, nicht verrückt machen, sondern auch mal einfach genießen und das entspannen. Das ist dafür eigentlich ist das nämlich, Schöne dran. Da ist es nämlich da. Ja, in diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Tschüss.